Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe des Next Autorenblaus und auch heute wieder aus der schönen Stadtbibliothek in Koblenz. Heute spreche ich mit dem Autor Stefan Rohr, einem Norddeutschen, den es in unsere Gefilde verschlagen hat, und mehr dazu gleich. Herzlich willkommen, Stefan. Herzlichen Dank und für die Einladung, lieber Dieter. Bevor wir ins Interview einsteigen, zunächst wie immer ein kurzer Überblick darüber, wer Stefan Rohr überhaupt ist, was diesmal nicht einfach ist. Er wurde vor 68 Jahren in Flensburg geboren, bezeichnet sich aber der Einfachheit halber als Hamburger. Ich vermute auch mal, weil bei Flensburg einige Punkte haben, die sie nicht mögen. Ich will gar nicht aufzählen, welche Berufe er alles schon hatte, das soll er gleich selbst tun. Aber letztendlich hat er das Schreiben von Romanen zu seinem Beruf gemacht. Bei seiner Vita, die ich gelesen habe, ist mir tatsächlich in einer gleichen Abwandlung der bekannte Titel von Richard David Brecht, Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Wer ist er und wenn ja, wie viele? Es ist schon beachtlich, welche Berufe er hatte. Erzähl uns bitte mal mehr darüber, was du im Laufe deines langen Lebens schon alles getan hast. Ja, aber da muss ich gerne, ich tue das gerne. Ich finde das Intro jetzt von dir auch wahnsinnig spannend und setzt natürlich den Bogen auch bei mir sehr hoch. Ich muss das sehr kurz machen. Grundsätzlich wollte ich Musiker werden. Und das wollte ich schon sehr früh. Ich habe also mit 6 Jahren angefangen, Gitarre zu spielen. Mhm. Und habe, glaube ich, mit 10 Jahren mein erstes Lied komponiert. In einem Englisch, das es noch gar nicht gab. Ich habe Laute nachgemacht. Ja. Habe übrigens auf dem WC im Elternhause gespielt, weil da die Akustik so gut war. Ja. Und aus diesen Gedanken entwickelt sich natürlich der Wunsch des Berufsmusikers. Der war natürlich sehr, sehr schwer zu erreichen. Ursprünglich habe ich sehr viel Musik gemacht, habe auch auf großen Festivals dann gespielt als 17-, 18-Jähriger. War auch relativ bekannt in Bands, in Studios habe ich gespielt. Habe unter anderem Aufnahmen in den Studios Abbey Road gemacht, den Beatles-Studio. Ja. Habe mit Tony Sheridan auf der Bühne gestanden, unter anderem. Ja, und dann kam natürlich was ganz anderes, da kam die Bundeswehr, etwas, was heute schon in Vergessenheit geraten ist, man wurde eingezogen in unserer damaligen Zeit, die berühmte Wehrpflicht. Ich wurde eingezogen zur Marine, diente als Marinematrose erst einmal unter der Wehrpflicht, dann überzeugte man mich, dass ich Offizier werden sollte, bot mir ein leckeres Studium in München an, der damals noch ganz unbekannten Informatik. Und ja, so wurde ich dann Marineoffizier mit dem schönen Enddienstgrad Oberleutnant zur See. Und da muss man jetzt was sagen. Die Meldung eines Dienstgrades erfolgt mit Nachnamen. Und naja, mein Nachname ist relativ einfach zu merken. Oberleutnant zur See Rohr. Und wenn ich das natürlich mit Absicht öfter mal sehr schnell zusammengesprochen habe, gab es immer unheimlich Verwunderung am Tisch, bis hin zu derben Ansprachen, ob ich die Leute dann auf den Arm nehmen wollte. Da wärst du ja besser im U-Boot gelandet. Dann. Ja, aber da kann man nicht grüßen. Das ist zu eng. Aus dem U-Boot durfte ich dann das mit dem Torpedobohrer aussteigen, ja, im Wasser. War eine nette Übung. Ja, danach bin ich von der NATO rausgekauft worden, das gibt es tatsächlich. Ich habe auch jemanden getroffen, dem das auch mal passiert ist, obwohl es der Einzige in den langen Jahren war, der tatsächlich von der Bundeswehr für die NATO frei und rausgestellt wurde. Ich habe dann für ein großes amerikanisches Unternehmen für die NATO in NATO-Projekten gearbeitet, höchste Sicherheitsstufe. Du weißt wieder, was das bedeutet. Ich war auch mal Top Secret. Ja, genau, ich war Top Secret. Ich durfte noch nicht mal mit dem Flieger über sowjetisches Gebiet fliegen. Das durfte ich noch nicht mal fliegen. Noch nicht mal 12.000 Meter. Der könnte ja abstürzen und dann landest du in der Sowjetunion. Genau. Und es war schon eine spannende Zeit. Ich habe die Führung der Seestreitkräfte Nord- und Ostsee im Bunker 60 Meter unter der Erde programmiert. Ja, wurde dann rausgekauft, habe das weitergemacht im NATO-Auftrag, dann wurde ich irgendwann mal Geschäftsführer eines IT-Unternehmens, dann wurde ich Unternehmensberater und irgendwann in diesem Unternehmensberatungshaus Vorstand und bin also über den IT-Fuzzi tatsächlich in die Beratung gekommen und habe mich dann vor 20 Jahren, das ist heute so ungefähr her, 22 Jahre, als Sanierungsmanager für kranke und kränkelnde Unternehmen an den Markt begeben,
habe meinen Vorstandsposten zurückgegeben, das schöne Büro, und bin auf die Straße als Freiberufler gegangen. Mutig. Ja, aber das war eine der besten Entscheidungen. Beruflich war es sicherlich mit der Auswahl zur Marine zu gehen und dort den Weg zu machen, war das sicherlich meine beste Entscheidung. War eine unheimlich spannende Berufszeit hinter mir die letzten 20 Jahre. Kriselnde Unternehmen, ich habe 10 Unternehmen saniert und das teilweise auf europäischer Ebene. Also das war schon eine super spannende Zeit. Das können nicht viele von sich behaupten, so oft rumgekommen zu sein und so viel gesehen zu haben. Das ist ja eigentlich, wovon wir Autoren dann auch zehren, ja, dass wir das Leben erlebt haben, viel gesehen, viel erlebt haben. Und da gibt es dann immer wieder Anekdoten, die einen zu bestimmten Themen animieren auch. Ja, ist richtig. Ja. Vor allen Dingen erlebt man ja eine Unmenge an Charakteren. Und die sind es, die mich immer besonders reizen beim Schreiben. Ich möchte gerne auch die Charaktere gerne beschreiben. Ich gebe mir sehr viel Mühe und Zeit, diese Menschen, um die es geht, die Protagonisten in den jeweiligen Büchern auch so zu beschreiben, dass ein Bild entsteht, dass eine Figur entsteht, die aus dem Leben gegriffen auch tatsächlich real existieren kann und die man sich vorstellen kann in all ihrer Kauzigkeit oder Eckigkeit, Kantigkeit. Das bringt mir besonders Spaß. Und da kannst du ja dann auch aus dem Vollen schöpfen. Das heißt, die Charaktere, die du beschreibst, die gab es wirklich, die gibt es dann teilweise. Die gibt es ja, sehr, sehr viele. Ich habe auch schon böse Anrufe bekommen, aber das ist aber eher freundlich, also freundlich böse gemeint gewesen. Ja. So, sag mal, das bin ich doch da, den du da verarbeitet hast. Wunderbar. Ja, aber dir geht es ja nicht anders mit deinen Beispielen oder mit deinen Geschichten. Ist ähnlich. Krimi-Autor. Ist sehr, sehr ähnlich. Seit wann schreibst du, beziehungsweise seit wann veröffentlichst du Bücher? Also schreiben, das habe ich schon sehr, sehr früh angefangen. Also es fing schon an mit Texten für die Musik. Das ist ja auch Schreiben. Das ist zwar Lyrik, aber es ist Schreiben. Und man muss in jedem Lied und jedem Text, den man verarbeitet, ganz besonders passend etwas in einer sehr kurzen Form sehr präzise auf den Punkt bringen. Sonst ist es wischiwaschi. Ja, und wir kennen ja große Texter, die das hervorragen können. Und da habe ich im Prinzip angefangen zu schreiben. Ich habe dann viel versucht, auch mal in Richtung Belletristik schon mal zu probieren. Habe das aufgegeben, Gottlob, sage ich heute, weil ich glaube, dass man zum Schreiben eine gewisse Lebenspatina braucht. Und ich sag mal, diejenigen, die mit 17 Jahren oder mit 22 Jahren ein Buch beginnen, da muss schon sehr, sehr viel Begabung dahinter stehen, dass das dann auch was wird. Ja, da denke ich mir auch. Es kommt auch ein bisschen aufs Genre an. Also ich denke gerade an eine aktuell sehr erfolgreiche, sehr, sehr junge Fantasy-Autorin, April Winter, die vom Alter her diese Patina nicht haben kann, aber Fantasy ist ein Genre, in dem es überwiegend auf die Fantasie ankommt und die hat sie ja offensichtlich. Also das Genre ist dann auch wieder ein bisschen vorbestimmend. Du hattest ja beruflich auch schon mit einem Verlag zu tun, das war in deiner Vita auch drin. Erklär uns doch bitte mal, warum du dennoch als Self-Publisher veröffentlichst. Ja, vielleicht zur Auflösung, was ich mit dem Verlag zu tun hatte, das war ein sehr großer internationaler Fachverlag. Jetzt ergibt sich da schon ein bisschen was anderes. Den werden viele vielleicht noch kennen. Es war der größte IT-Verlag, den es weltweit gab, die IDG, International Data Group, aus der Computerwoche, PC-Welt und solche Verlagsobjekte entstanden sind. Und ich war für den deutschsprachigen Raum Mitherausgeber und Beirat in diesem Verlag. Das ging zurück auf meine IT-Kompetenz, die damals noch nicht so wahnsinnig im Markt hier verbreitet war. So viele gab es nicht. Ich kann mich noch erinnern, wie mich jemand fragte, ich glaube, es war meine damalig zukünftige Schwiegermutter, die sagte zu mir, sag mal, du kannst mit Computern sprechen? Und da habe ich zu ihr gesagt, ja, und die antworten wir sogar. Es war schon noch eine Zeit, wo wir eher zu einer Ausnahmespezies gehörten beruflich. Da habe ich eben halt eine Verlagsarbeit im Sinne der Fachverlagskompetenz miterlebt. Aber im belletristischen Bereich habe ich mich für Selbstpublishing entscheiden müssen.
müssen, weil die ersten Kläge oder Versuche, die eine Kontaktaufnahme mit großen Publikumsverlagen herzuleiten, weil man ist ja wirklich der Überzeugung, da gehört man hin. Ja. Ne, das ist klar. Das ist absolut alles, ist immer ein Bestseller. Ja, das genau, glaubt jeder. Genau. Ja. Ne, und die, diese, ich sag mal so, diese Erfahrung, die ich da machte, ich auch mit Kontakten zu Literaturagenten, die ich mir auch ganz speziell gesucht habe, ich habe auch ein relativ großes Netzwerk, die zu mir gesagt haben, pass mal auf, also so und so, das nicht, so nicht und hier und da nicht. Der eine oder andere hat gelesen, hat es als grottenhaft bewertet oder sogar als hervorragend, aber unverkäuflich. Das ist mir in der Musik früher auch mal so gegangen. Wenn man den Punkt eines Mainstreams in einer bestimmten Zeit nicht gleich trifft, und ich bin ganz gewiss nicht Mainstream, dann wird man weder in Vinyl gepresst, noch wird man kommt man in die Buchdrucke hinein. Also das ist einfach so. Das ist schade auf der einen Seite, auf der anderen Seite zeigt das aber, welchen Stellenwert das Self-Publishing haben kann. Ja. Und an der Stelle muss ja einfach auch gesagt werden, dass Hermann Hesse, Literatur-Nobelpreisträger, als Self-Publisher angefangen hat. Damals hieß es nicht so, aber er hat seine ersten Bücher auf eigene Kosten herstellen lassen und nicht in irgendeinem Verlag. Ja, und das, weil du mir das im Vorfeld ja schon nochmal kundgetan hast, dass das so war, was ich nicht wusste, würde ich dich jetzt gerne fragen und vielleicht auch für alle, die zuhören, welche Self-Publishing-Plattform hat er denn genutzt? Das ist ein echtes Problem. Zu der Zeit gab es sowas ja noch nicht. Es gab weder den Begriff noch gab es Plattformen. Ja. Aber ich denke mal, er hat es ähnlich gemacht wie viele, viele Jahre später auch eine Nele Neuhaus, die ihre Bücher, ihr erstes Buch nicht an den Mann, sprich an den Verlag bringen konnte und hat es auf eigene Kosten herstellen lassen. Ja. Ist, also ich glaube, sie war in der Metzgerei und ihr Mann hat eine Metzgerei gehabt, ihr ehemaliger Mann. Und dann hat sie die Bücher drucken lassen und ist davon von Buchhandlung zu Buchhandlung gefahren und hat gesagt, könnt ihr das nicht? So, also der Anfang war da genauso. Das von daher, ich finde es beachtlich. Also ich muss sagen, ich bin ja Hybridautor, das heißt, ich habe sowohl Verlagsbücher als auch Self-Publishing. Für bestimmte Dinge, immer dann, wenn ein Verlag mir sagt, ach nee, das lohnt sich nicht, das bringt nichts. Dann sage ich, okay, dann eben nicht, dann mache ich es im Self-Publishing. Ja, ja. Wir haben dieselbe Plattform übrigens. Ah, ja. Ja. Ich bin also auch bei Neopubli und bin da sehr zufrieden. Ja. Ja, das ist eine Plattform, auf der man das machen kann. Wenn mich Leute fragen, wo mache ich das, empfehle ich sie eigentlich immer auch. Ja, es ist, ich sag mal so, es ist wahrscheinlich auch ohne Summa summarum sind es die ehrlichsten und die geradlinigsten, verlässlichsten Plattformen. Ich habe schon vieles gehört. Das große Dilemma des Self-Publishing ist einfach die unüberschaubare Menge an Nutzungen. Ja. Ich habe mal irgendwann mal eine fürchterliche Zahl von Hunderttausenden gehört, die sich so jährlich mit dem Thema, ich veröffentliche jetzt mal ein Büchlein, die Menstruationsgeschichte meiner Katze Mia oder so, ja, und das muss die ganze Welt lesen. Ja, wer das gerne möchte, soll es tun. Ja. Ich will auch niemanden abhalten davon, aber es ist für uns, die wir mit einer großen Ernsthaftigkeit kontinuierlich schreiben, ich schreibe übrigens nicht des Kommerzes wegen, das muss ich vielleicht auch sagen, aber es wäre trotzdem auch schön, wenn man ein bisschen nett verkauft. Aber die Ernsthaftigkeit gegenübergestellt mit, ich sag mal so, den Versuchen von absoluten Laien, die stimmt mich immer dann traurig, wenn ich diese Flut, diesen jährlichen Tsunami sehe, der auf den Literaturkonsumenten sich niederwälzt. Und wenn wir mal so reinschauen bei Amazon und mal irgendwo Bücher gucken und mal nach irgendwelchen Titeln suchen, und dann lesen wir in den Titeln, dass der Titel so im Ranking Nummer 800.655 ist, dann weiß man, wie lukrativ und wirtschaftlich sinnvoll
nur eine Plattform ist. Das hat auch noch zwei Nebeneffekte, finde ich. Das eine ist, weil es eben für viele nicht lukrativ ist, scheuen sie die Kosten von vornherein, weil sie das wissen, die Kosten für ein ordentliches Lektorat. So, das ist das eine. Ohne das ordentliche Lektorat wird das ganze Produkt nachher eben auch mangelhaft. Und das zweite ist, dass sie dafür sorgen, dass dieses Self-Publishing den schlechten Ruf hat. Da kommt doch nur Müll, das ist Quatsch, das stimmt nicht, da kommen auch Perlen. Und das haben wir ja gesehen, dass Self-Publisher auch durch ohne weiteres einen riesigen Erfolg haben können. Ja. Aber die große Masse ist halt sehr problematisch. Ja, und Buchblogger, wenn ich da ein spratzen kann, die Buchblogger, mit denen ich auch schon Kontakt aufgenommen habe oder aufnehmen ließ, die weigern sich komplett zum Teil, Self-Publishing-Autoren überhaupt in den Blog zu nehmen, überhaupt zu besprechen, Rezensionen zu schreiben und letztlich den ganz normalen Weg eines PR-Themas zu gehen für den Autor. Die sagen, wenn du Self-Publishing machst, dann interessierst du mich nicht. Da kann ich dir vielleicht mal 1-2 Kontakte nennen, die da eventuell offen dafür sind. Ich kann mich erinnern, ich war Juror und nachher auch derjenige, der die Preise verliehen hat bei einem Schreibwettbewerb. Und da hat mich eine Dame angesprochen, die den 3. Platz mit einer Kurzgeschichte belegt hat, war nicht schlecht. Hat gesagt, sie hat übrigens auch ein Buch rausgebracht, ob ich mir das mal angucken will. War erst seit 3 Wochen draußen. Und ich habe mir das angeguckt, habe sie angeschrieben, habe gesagt, nimm das bitte sofort vom Markt, sofort. Das ist, du wirst nie wieder irgendwas verkaufen, wenn das da bleibt. Allein im Klappentext, 10 Fehler, schon im Klappentext, grammatikalisch, Rechtschreibung, alles voller Fehler. Und da drin standen Sachen wie der Frau Meier, ihr Hund und solche Dinge, wo sich mir wirklich die Haare gestellt haben. Und das ist dann natürlich schlimm. Die Leute versauen sich alles für sich selbst, wenn sie das nicht kontinuierlich aufbauen, langsam aufbauen und vielleicht mal Bekannte fragen, lies mal vorher durch. Und nicht nur die Oma, die dann sagt, das ist aber toll, was du da geschrieben hast. Ist eine große Gefahr. Aber zurück zu dir. Was schreibst du überhaupt? Kann man das in ein Genre packen? Nein, ich glaube nicht, dass man das kann. Und das Genre ist auch sehr schwer, dem Genre, wo ich mich sehe, auch einen Titel zu geben. Also ich würde es mit dem Oberbegriff, mit einem Kunstwort eigentlich versuchen auszudrücken, Gesellschaftsroman. Mhm. Sicherlich habe ich ein Buch geschrieben, das auch ein bisschen den Thriller-Krimi-Charakter hat oder so eine Gesellschaftspersiflage ist, in der amerikanischen Geschichte, die dann auch so ein bisschen Krimi im Boot hat. Aber ich habe auch mal einen Liebesroman geschrieben, wo ich erst gewusst habe, dass es einer ist, als man als Leserinnen und Leser mich angeschrieben haben und gesagt haben, Mensch, das ist aber ein schöner Liebesroman. Ich wusste gar nicht, dass es einer ist. Und es ist schwer, ich gehe sehr über die Dörfer und suche mir Themen. Ich habe einen Historienroman geschrieben. Du recherchierst auch wahnsinnig viel. Man muss unheimlich viel recherchieren. Dann, viel mehr Arbeit überhaupt. Einer in der Jetztzeit. Ja, wo steckt man mich rein? Ich weiß es nicht. Also ich bin auch deswegen so ein bisschen schwierig in der Ansprache, weil wenn man einen Fantasy-Autor oder einen Liebesroman-Autor oder einen Krimi-Autor sucht, dann sagt man, okay, ich stehe auf Krimi, du hast Krimi, gib mal Krimi. Na, aber wenn man mich anspricht und sagt, hey, gib mal ein Buch von dir, welches würdest du mir empfehlen, dann stehe ich immer vor einem Problem. Ja, aber bei der Frage, vor dem Problem stehe ich ja auch, wenn die Leute sagen, welchen Krimi empfehlen sie mir? Und dann sage ich, was lesen sie denn gerne? Ja, lieber blutig, lieber unblutig, lieber humoristisch, lieber und historisch? Die Frage stellt sich ja dann und dann kann man den Leuten, und dann ist das breite Spektrum eigentlich schon besser. So gehe ich auch an, ich lasse das blutig weg. Ja gut, das hast du nicht. Aber ein Buch muss ich besonders jetzt hervorheben. Ja. Du hast ein Buch 2020 veröffentlicht mit dem Titel Konfrontation mit einer Selbstvernichtung, wenn ein geliebter Mensch Suizid begangen hat. Ja. Gibt es dazu eine Geschichte? Ja, natürlich gibt es dazu eine. Niemand schreibt, außer er ist vielleicht Therapeut und hat sich auf dieses Gebiet von Suizid oder Suizid
Analyse oder Therapie spezialisiert. Ich habe dieses Buch geschrieben, weil ich selbst ein Suizidopfer bin. Nicht, weil ich Suizid begangen habe, sondern weil meine Frau Suizid begangen hat im September 2019. Und ja, mit allen, du wirst es aus deiner beruflichen Erfahrung nachvollziehen, mit all der Konsequenz, die passiert, wenn man morgens nichts ahnend in den Keller geht und findet seine Frau, in diesem Fall erhängt, es reißt dir so die Füße unter dem Teppich weg. Absolut. Und die traumatisierte Zeit, mit der ich mich ganz eindeutig auch heute noch auseinandersetzen muss, weil das ist nicht ausradierbar mehr im Leben. Man kann damit leben, man kann auch gut damit wieder leben, aber ein solches Trauma sitzt fest in deiner Seele und in deinem Herzen verankert. Ich habe dann versucht, weil ich Analytiker bin, ich gehe unheimlich in die Tiefe. Ich suche ganz unten auf dem Boden. Ich drehe unter dem Schlamm jeden Stein um und versuche noch zu lesen, was darunter ist. Ich wollte unbedingt wissen, warum. Was ist geschehen? Auch was habe ich vielleicht falsch gemacht? Warum habe ich es nicht bemerkt? Warum habe ich all dieses Drama, das ich im Leben eines Suizidenten im Vorfeld abspielen muss oder abgespielt hat, warum habe ich das nicht erkannt? Und ich wollte es unbedingt wissen. Und ich habe sehr, sehr viel gelesen und suchte und habe sehr wenig gefunden, was den vor allen Dingen tröstet, erklärt und tröstet. So für die erste Hilfe, für die ersten wichtigen Fragen, jemanden mal aufzufangen und zu sagen, ja, ich habe dir jetzt ein paar Gedanken zu liefern und ein paar Erkenntnisse zu liefern und ein paar Ansätze zu liefern, ein paar Empfehlungen, wie du diese Phase deines Lebens jetzt begehst. Und dafür habe ich das Buch geschrieben. Ich habe im Prinzip genau das geschrieben, was ich selbst durchlebt, erlebt, erkannt habe. Ich habe Dissertationen von Therapeuten gelesen, ich habe Analysen von Universitätsprojekten gelesen und. Abschiedsbriefforschung aus der Universität Bern und was auch immer, was es alles gibt, um einfach zu ergründen. Und ich habe das versucht, in eine komprimierte Form eines Hilfeformats zu gießen, das zwar sehr persönlich ist, ganz klar, aber das helfen soll. Also das wäre meine nächste Frage gewesen. Es kann eine Hilfe sein für Menschen, die ein solches traumatisches Erlebnis durchleben müssen. Und von daher sicherlich sehr, sehr empfehlenswert. Vielleicht auch mal, bevor sowas passiert. Ja, das ist die Thematik. 10.000 plus Menschen jährlich nur allein in Deutschland mit einem Faktor von 16, die davon betroffen sind. Also 10.000 mal 16, kann jeder selber rechnen, wie viel das ist. So viele Menschen sind alljährlich direkt und indirekt von einem Suizid betroffen. Ich habe unheimlich viele Leserzuschriften erhalten darauf, die ich übrigens nicht veröffentliche, die zum Teil mir großen Dank ausgesprochen haben, mir aber selbst ihre Geschichten auch noch erzählt haben, was sehr belastend ist, insbesondere wenn man selber noch nicht so richtig durch ist. Ja. Ich war damit, ich bin Gottlob damit durch, soweit man es kann. Aber das Buch soll natürlich auch Präventionscharakter haben. Ja. Nur eins ist auch klar, wer sich mit dem Thema Suizid im Kopf eines Suizidenten beschäftigt, der weiß, dass er gar nicht nach, wenn er sich entschieden hat, das gar nicht mehr sucht. Ja. Und insofern ist das zwar wohl ein hehrer und schöner Gedanke zu sagen, ja, das hilft vielleicht auch mal zur Prävention, aber ich glaube nicht, dass es das dann tatsächlich tut. Prävention vielleicht nicht, aber bei Hilfe bei der Bewältigung könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ganz genau. Das auf jeden Fall bei der Anzahl der vielen Menschen, die es betrifft, ist es sicherlich eine sehr lesenswerte Geschichte. Auf jeden Fall. Ja, ein ernstes Thema. Ich würde gerne dazu ein Abschlusswort sagen. Ja, gerne. Es soll wirklich niemand lesen, mal so aus dem, ach, das würde mich mal interessieren, Aspekt heraus. Ja. Ach, das würde mich mal interessieren, das sollte man nicht tun. Dafür ist es A, zu tragisch, B, ist es zu schwer. Und das ist kein Thema,
dass für einen Nicht-Betroffenen oder jemand, der auch letztlich nicht mit diesen Gedanken gespielt hat oder mal in irgendeiner Form berührt hat, in irgendeiner Form ein Thema ist und ein Lesestoff ist, der denjenigen in irgendeiner Form weiterführt. Sehr guter Rat, auf jeden Fall. Ich glaube, das sollte man sich zu Herzen nehmen, dass es eben kein wirklich Präventionsbuch ist, das jeder mal lesen sollte, für den Fall, dass er in die Situation kommt, sondern eher Hilfe für Betroffene. Genau. Okay. Ja, das ist jetzt wirklich krass. Ich weiß auch nicht, was mich geritten hat, diese beiden Themen hintereinander zu stellen, weil wir von so einem ernsten Thema jetzt auf was anderes kommen. Bei unserer Mail-Kommunikation, die wir ja im Vorfeld für unser Gespräch hatten, ist mir aufgefallen, dass du oft ein sehr ironischer Mensch mit einem feinen Sinn für Humor bist. Das habe ich sehr wohl bemerkt. Du selbst bezeichnest dich ja auch als Satiriker. Und die Satire ist ja auch eine Form, die in lustiger Form auch ernste Themen aufgreift. Was reizt dich an der Satire und bist du auch immer in der Lage, diese Gratwanderung zwischen Ironie, Zynismus und Sarkasmus zu bewältigen, was ich oft nicht schaffe? Okay, ich beruhige, ich schaffe das auch nicht. Außerdem ist Ironie, Sarkasmus, Zynismus ja auch immer eine Frage im Ohr des jeweiligen Zuhörers. Mhm. Also ich habe schon bei Lesungen, wo ich mich ausschließlich auf Satire konzentriert habe, schon festgestellt, dass ich neben Menschen, die völlig ohne Reaktion gar nicht verstanden haben, worum es ging, ja, die hast du ja auch, Menschen gehabt, die mir fast Rosenblüten zu Füßen gelegt hätten und andere, die mich fast beschimpft hätten. Also insofern ist das ja eine Frage, auf was kommt wie an, auf welche Geschmacksnerven trifft derjenige. Ich muss eins vielleicht dazu sagen, ich bin übrigens dankbar, dass wir diese Themen miteinander verknüpfen, weil dieses Thema jetzt ist vielmehr das von mir. Ja, das andere ist ein eigenes Kapitel, aber ich sage immer, Satire, auch bei Lesung, den Hörern, die dann vor mir sitzen und gespannt mich anschauen, sage ich immer, erwarten Sie jetzt keine Comedy. Ja. Na, Satire ist keine Comedy. Mhm. Ja, und wir haben heute in unserer Medienwelt so viel Comedy oder was sich dafür hält oder dazu hochstilisiert wird, das ist Comedy. Mhm. Ja, also ich habe da auch meine eigene Meinung, aber das ist ein anderes Kapitel. Satire ist keine Comedy. Satire ist eine Beobachtungsart und eine Beschreibungsart, die man witzig, humorvoll, manchmal auch zynisch, auch mal überspitzt in Richtung Sarkasmus sehr wohl nutzen kann, um bestimmte Themen besser zu beschreiben und sichtbarer zu gestalten. Mhm. Ja? Oder schwierige Themen, für die sich vielleicht nicht gleich jedermann interessieren möchte, einfach interessanter zu gestalten. Ja, also wenn man komplexe Themen nimmt, wie die Demokratie, oder gibt es eigentlich Aliens, um also zwei unterschiedliche Themenblöcke zu nehmen. Man kann ja sagen, gibt es Aliens? Nö. Eine andere sagt, ja. Aber dann ist das Thema schon erschöpft. Ja. Oder was sagen wir zur Demokratie? Ein Begriff, der heute sehr, sehr schwierig gedehnt wird in alle Ecken und Richtungen und von geeigneten und ungeeigneten Menschen. Dafür eine Aufmerksamkeit für das Wesen der Demokratie zu erzeugen, was ich mal in einer Satire versucht habe, das kann man über die Satire besonders gut. Ja, auf jeden Fall. Ich halte große Stücke auf Dieter Nuhr, den ich eigentlich fast als den Satiriker unter den Kabarettisten bezeichnen würde, weil er immer wieder Dinge sagt, wo die Leute nachdenken müssen, wie meint er das, und sie kommen dann darauf und merken, wo der eigentliche, jetzt nicht Witz der Sache, sondern auf was er sich stoßen will, mit der Nase, ganz offen. Ja, der Grünen-Vorstand ist zurückgetreten. Sie brauchen neue Gesichter. Ich glaube nicht, dass es nur an den Gesichtern lag. Das sind so Dinge, was ich tatsächlich als Satire auch empfinde. Und das ist natürlich eine hohe Kunst. Wie hast du die Satire aufgegriffen? Hast du machst du das bei deinen Lesungen oder hast du auch satirische Dinge geschrieben?
Ja, jetzt wird es nochmal bunt. Ich habe einen unheimlichen Hang zum Journalismus. Und ich habe, das habe ich gar nicht, oder ich weiß gar nicht, ob ich es dir geschrieben habe, ich habe tatsächlich auch mal einige Jahre den Ausweis des Deutschen Journalistenverbandes innegehalten. Und den kriegt man nur, wenn man sich journalistisch nachweislich auch betätigt und sich davon ernähren kann. Also das war jedenfalls damals so. Und ich habe tatsächlich sehr viel geschrieben in Zeitungen wie Welt, Welt am Sonntag, auch mal FAZ und Rheinische Post und Hamburger Abendblatt und. Viele Fachzeitschriften, Kapital und tralala. Und irgendwann kam mal ein Chefredakteur zu mir und sagte, ich habe noch eine Seite frei, kannst die füllen bis übernächste Woche oder nächste Woche, aber schreib mal was Lustiges. Und ich habe tatsächlich gesagt, das mache ich sehr, sehr gerne, weil ich über diesen eigentlich grundsätzlich journalistischen Stil sehr gerne auch die Satire formuliere oder stilisiere. Und so bin ich dazu gekommen und habe das immer mal wieder, wenn ich keine Lust habe, was anderes zu schreiben oder die Zeit nicht habe, dann setze ich mich hin und feile so 3-4 Tage lang an 2 oder 3 Seiten Satire. Gibt es das veröffentlicht in irgendeiner Form? Noch nicht. Noch nicht, aber das wäre natürlich etwas. Eine Frage, die du ja bestimmt stellen wirst, woran arbeite ich jetzt? Ja, das ist etwas, was bestimmt im nächsten Jahr rauskommt. Wunderbar. Das ist etwas, was mich wahnsinnig interessieren würde, auf jeden Fall, weil ich liebe das. Also das reizt sich an der Satire und ich finde das beachtlich und auch wirklich interessant. Es gibt ein Thema, das ich gerne noch ansprechen würde. Du meintest, dass die Zeit nicht reichen wird, aber wir versuchen es einfach mal. Du hast selbst gesagt, das wäre etwas, was du gerne ansprechen würdest, nämlich die Wahrheitsthese von Karl Theodor Jaspers, dem deutsch-schweizerischen Psychiater und Philosophen. Kannst du uns mehr dazu sagen? Warum würdest du das gerne ansprechen? Ja, grundsätzlich habe ich einen leichten Hang in die Philosophie, ohne dass ich es jemals vertieft habe, aber ich interessiere mich halt sehr dafür. Es kam über meinen Hang auch zur altgriechischen Geschichte und die dortigen Philosophen, die man natürlich gelesen, zu verstehen hatte. Mhm. Und das ist so ein bisschen so dieser Hang daraus entstanden. Jaspers hat mich fasziniert, gerade aufgrund dieser These, die er aufgebaut hat, seine Friedens- und Wahrheitsthese. Friede ist nur durch Freiheit möglich und Freiheit nur durch Wahrheit. Damit beginnt es und er sagt, die Lüge, das Unwahre sei das eigentlich Böse und das alles Frieden vernichtende. Und weiter muss ich jetzt mal hier kurz anmachen und ablesen, weil das habe ich mir gedacht, dass diese Frage kommt. Was ist die Wahrheit für Jaspers? Erstmal ist die Wahrheit für ihn etwas Fließendes gewesen, worin kein Besitzanspruch sich ableiten lässt. Ja, also es ist zum Beispiel die Wissenschaft, hat ständig einen Besitzanspruch auf die Wahrheit, aber in sich wiederum nicht, weil sonst würde kein Wissenschaftler versuchen, Näheres für ungelöste oder andere Dinge zu erfahren und zu hinterfragen, ist das eigentlich wirklich wahr, was dort gesagt wird. Also Wissenschaft ist so ein bisschen ambivalent, aber die Unwahrheit, was ist die Unwahrheit? Die Verschleierung bis zur blinden Lässigkeit, die Lüge bis zur inneren Verlogenheit, die Gedankenlosigkeit bis zum doktrinären Wahrheitsfanatismus und die Unwahrhaftigkeit des Einzelnen und die Unwahrhaftigkeit des öffentlichen Zustandes. Und gerade das Letzte oder die letzten Passagen sind das für mich so Bestimmende. Ich habe meinen Weg genommen in einer hochdemokratisch bewussten Zeit, in einer Zeit, wo wir sehr stark auf den Frieden geachtet haben, wo der Frieden an einem seidenen Faden hängt. Ich denke mal den Kalten Krieg, Trennung Ost und West, die Atomwaffen, Overkill und was wir alles, was wir hatten. In meiner ganz frühen Jugend hatten wir den Vietnamkrieg. Ganz viele Dinge, die uns geprägt haben und die uns dann haben auch einsteigen lassen in eine Verteidigungs,
Willigkeit dieser Demokratie, unseres Landes, unserer Werte, die wir hier haben. Du hast das für dich gemacht im Kampf gegen die RAF. Mhm. Ich habe das für mich gemacht in Uniform eines Marineoffiziers. Ja. Und für mich ist es so wichtig, dass es wahrhaftig bleibt. Und die Wahrhaftigkeit sehe ich heute an so vielen Ecken und Enden als geschädigt bis gar nicht mehr vorhanden. Ja, und ich will gar nicht politisieren damit. Fahre ich über das gesamte politische Spektrum. Und das will ich auch gar nicht auf Deutschland fokussieren, das sehe ich auf der ganzen Welt. Ja. Und was mich besonders beunruhigt, ist die Reklamation, ich habe die Wahrheit gepachtet. Also dieser Wahrheitsdogmatismus, der vorherrscht. Meine Meinung, meine Wahrheit, die ich hier verkünde, ist die richtige und ich lasse deswegen keine andere mehr zu. Ja. Und wir haben dadurch einen unheimlichen Unfrieden in unserer Gesellschaft, den können wir täglich spüren. Ja. Bei allen Themen, die aufgebrochen werden, ob das Migration, ob das die alten weißen Männer, die alten weißen Frauen, die Rentner, die Boomer-Generation, Klima, Corona und was wir auch alles haben, oder von mir ist der Brexit der Engländer. Ja, wir haben ein Spektrum, das gar nicht mehr endet. Mhm. Und der große Karl Theodor Jaspers, der immerhin den Friedenspreis des deutschen Buchhandels 1958 mal nicht bekommen hat, was ja sowas wie der kleine Friedensnobelpreis ist, hat das mit diesem Satz, den ich immer nur wieder, ich habe den immer bei mir. Ja, ist auch lebenswert. Mit einem Satz und einer Definition im Prinzip auf den Tisch gelegt. Ich kann jedem nur empfehlen, ich habe ihn gegoogelt, nachdem ich das gelesen habe bei dir und war auch sehr, sehr beeindruckt. Zumal Jaspers ja auch beeinflusst wurde durch Immanuel Kant und Hegel. Immanuel Kant, das ist derjenige, der mich so ein bisschen mein Interesse an der Philosophie geweckt hat. Der kategorische Imperativ, zufällig hat Immanuel Kant am selben Tag Geburtstag wie ich. Aber das ist kein Zufall. Reiner Zufall. Es kann nur reiner Zufall sein. Es ist hochinteressant zu lesen und eigentlich für jeden kann ich jedem nur empfehlen, sich in diese Materie mal, ist ja heute dank Google kein großes Problem und dank Wikipedia, sich da mal ein bisschen einzulesen, weil das gibt einem einen anderen Blick auf die Dinge. Ja, auf jeden Fall. Ich möchte auch damit, dass wir wieder zu einer vernünftigen und anderen Form der argumentativen Auseinandersetzung kommen. Mhm. Ja, es kann nicht sein, dass wir am Tisch mit Freunden, Verwandten oder auch von mir aus Fremden sitzen, ein Argument, einen Gedanken, einen Aspekt auf den Tisch legen und niedergebrüllt werden in rechte, linke, was auch immer Ecke gestellt werden, nur weil wir einen Gedanken haben, der ganz komplett und in sich in Gänze legitim ist. Mhm. Und einfach eine Meinung auch darstellt. Mhm. Und das sehe ich in unserer Gesellschaft im Moment als einen der negativsten und für mich beängstigsten, beunruhigsten Effekte an, dass wir verloren haben, miteinander Meinungen auszutauschen. Und das auch auszuhalten, dass es andere Meinungen gibt. Ja. Siehst du darin auch eine Aufgabe von Schriftstellerinnen und Schriftstellern, sowas zu vermitteln in Form von Belletristik, von Romanen, Gesellschaftsromanen? Ich würde es gerne tun und ich habe mich da an dieses Thema tatsächlich noch nicht rangetraut, weil ich würde einfach gerne, das ist so mein Ziel, ich bin Unterhaltungsautor und ich möchte in erster Linie schon unterhalten. Die Satire ist für mich so ein Ventil auf der anderen Seite, wo ich sage, naja, da geht es über die Unterhaltung, deines Lesers noch in eine andere Richtung. Ich glaube auch, dass ich am Ende nicht gebildet genug bin, um solch ein Thema wirklich so durchzubringen, dass es wirklich ein Werk wird, was dem Anspruch genügt. Ja, das ist eine Gratwanderung, aber ich glaube, dass es möglich ist, zumindest Denkanstöße zu geben. Mein nächstes Buch, was nächstes Jahr erst erscheinen wird, ich kann kurz die Widmung mal hier sagen. Das Buch ist gewidmet all den Atheisten, die durch ihren humanistischen sozialen Kompass ein Leben leben, das die Kirche als gottgefällig bezeichnen würde. Und darum geht es auch in dem Buch. Es geht um den Kampf zwischen einem Atheisten, einem humanistischen Atheisten und einem sehr gläubigen Irren.
also eigentlich ein Thema. Trotzdem ist es reine Unterhaltung. Es ist Fiktion, es ist reine Unterhaltung. Aber im Nachwort weise ich nochmal darauf hin, dass man doch mal diese ganzen unterschiedlichen Meinungen mal überdenken sollte. Und vielleicht muss man sich ja nicht für eine entscheiden. Man kann ja auch einen Mittelweg vielleicht finden. Auf jeden Fall, und das steht schon im Nachwort drin, sollte man miteinander drüber reden können, ohne einen anderen und dabei akzeptieren, dass ein anderer eine völlig andere Meinung hat. Genau. Also ich bin auch humanistischer Atheist, inzwischen noch nicht so allzu lange, muss ich zugeben. Aber das ist eine Sache, die ich interessant finde, auch mal zu thematisieren. Und das kann ohne weiteres in Belletristik kommen. Ja, ja, ist vielleicht auch ein guter Anstoß, ein hoher Anspruch. Ich bin im Moment gerade zeitlich weniger in der Lage, mich am wieder größeren Werk zu widmen. Der Großteil meiner Bücher, da haben ja dann schon Seitenzahlen von 550, 600 und mehr Seiten. Ich habe übrigens festgestellt, dass mich immer Leute fragen und sagen, oh, das Buch ist aber dick. Ne? Oder sage ich immer, ja, ein guter Film dauert ja auch nicht nur 15 Minuten. Ja, ja. Aber es ist so ein bisschen auch, es geht so einher, die Lesefreudigkeit und Lesewilligkeit nimmt doch deutlich ab. Ja, wobei ich immer noch Leute kenne, die sagen, also wenn ein Buch nur 250 Seiten hat, fange ich es gar nicht erst an, weil dann ärgere ich mich, wenn es mir gefällt und dann ist es fertig. Ja, das hat mir auch letztes Mal einer gesagt. Ja, ja, also diese Art. Ja, genau. Und wenn ich an Bücher von Ken Follett oder Stephen King denke, die ich mit Begeisterung alle gelesen habe, die 1000 Seiten haben zum Teil, dann kann ich das nur unterschreiben. Wie schreibst du eigentlich? Wie schreibst du? Papier, Computer, beides? Hast du da Schreibroutinen? Brauchst du Ruhe oder hörst du dabei Radio? Wie hältst du es damit? Also fürs wirklich große Schreiben, Roman, ist für mich die absolute Ruhe notwendig. Also da bin ich ein ungenießbarer Lebenspartner. Ich schließe mich ein morgens, ich arbeite sehr diszipliniert, komme mit großen Spitzflecken unter den Armen wieder aus meinem Arbeitszimmer raus und bin völlig erledigt. Und andere sagen, wieso hast du ein bisschen rumgetippt auf deiner Tastatur? Nein, das ist sehr ernsthafte Arbeit und ich verschließe mich so, das ist so diese Tieftauchermethode. Ich tauche ab, gehe bis auf den Grund, drehe jeden Stein um und komme wieder hoch, wenn es fertig ist. Und die Art ohne Plot in der Regel, ich habe das auch schon mal im Vorfeld gemacht mit einem vorgefertigten Skript, und dass ich mir so ein bisschen so ein Storyboard entwickelt habe, mache ich nicht. Ist auch am Ende aus meiner Sicht nicht so richtig gut geworden. Und ich setze mich hin, habe ein Konzept im Kopf, das ich über längere Zeit vorm Einschlafen, in der Bahn sitzend, im Flugzeug sitzend, so im Kopf bewege. Meistens schlafe ich dann ein im Flugzeug sowieso. Und dann irgendwann ist dieses Grobkonzept, die Idee des Konzeptes fertig. Und dann setze ich mich hin und schreibe und entwickle das Buch beim Schreiben. Und, da sind wir uns sehr ähnlich. Ja, sehr ähnlich. Außer, dass ich die Ruhe brauche, die brauche ich nicht. Aber ansonsten die Art und Weise, absolut d'accord. Ja. Absolut. Ich finde es ganz schrecklich, mich erstmal monatelang mit irgendeinem Storyboard auseinanderzusetzen und Zettelchen irgendwo hinzukleben und dies und das zu tun. Und dann tippt man das so ab. Das finde ich schrecklich. Ich finde es auch einfach viel intuitiver zu sagen, der kommt jetzt in eine Situation, die besten Ideen kommen mir beim Schreiben. Wie kommt er da jetzt wieder raus? Genau. Da muss es doch einen Weg geben. Ja. Und das regt meines Erachtens, also mir geht es so, aber andere sehen das völlig anders, weiß ich. Ja. Aber mir geht es so, dass das meine Fantasie anregt und dass ich dann sage, jetzt mach dir mal Gedanken, wie er da wieder rauskommen soll. Das habe ich an verschiedenen Büchern, verschiedensten Stellen von Büchern gehabt, dass sie da gesessen haben und gesagt haben, so, jetzt hast du dich aber in eine Sackgasse manövriert, da kommst du jetzt nicht mehr raus. Das gibt tatsächlich auch Sackgassen, die muss man dann eben halt wieder verlassen. Aber dann den Reiz zu finden, sag mal, du hast doch gar nicht so blöd gedacht, das muss doch irgendwie jetzt gehen. Ja. Und das dann zu machen und auszutüfteln und zu schreiben, ist für mich ganz wichtig. Und ich glaube auch, dass deswegen, bei der letzten Lesung habe ich gerade zwei Leute gehabt, die mich da unabhängig voneinander darauf angesprochen haben und gesagt haben, mein Gott,
wie kommen Sie eigentlich bei dem und der andere bei einem anderen Buch, wie kommen Sie eigentlich auf so eine Wendung im Buch? Ja, so eine, ich mag das unheimlich gerne, ein Buch an einer bestimmten Stelle, wo alle denken, jetzt müsste das Buch eigentlich schon reingekommen zu Ende sein, in eine komplett neue Richtung zu bringen und den Leser dahingehend zu überraschen, das geht jetzt tatsächlich nochmal ganz anders weiter. Mhm. Und das kommt aber besonders daraus, dass man eben halt irgendwann an einem Punkt steht und sagt, so, jetzt kannst du das Buch eigentlich auch zu Ende schreiben. Kannst du auch zumachen. Ja, jetzt ja. kannst du Ende runterschreiben. Ja. Und dann, nee, das willst du aber noch nicht. Ja, genau. Da fehlt noch was. Ja. Ja. Nee, toll. Ganz, ganz, ganz toll. Du hast es jetzt schon mehrfach angesprochen bei Lesungen. Du machst Lesungen. Wo kann man dich denn so das nächste Mal hören, wenn man das gerne möchte? Du lebst in Bad Ems, muss ich dazu sagen. Ja. Und ich habe gesehen, du hast Lesungen dort auch. Genau. Also ich wohne in Bad Ems eigentlich in unmittelbarer Nähe einer Reha-Klinik. Glücklicherweise ist das eine Reha-Klinik für orthopädisch operierte Patienten. Das hat den Vorteil, dass sie geistig fit, körperlich nicht so schnell weglaufen können. Also insofern ist das schön, dass diese Klinik, dessen Geschäftsführer ich kenne, aus nachbarschaftlicher Gewohnheit heraus, der mal zu mir gesagt hat, Mensch, kannst du nicht mal was machen hier bei uns? Und meine Patienten hier, die langweilen sich zu Tode, und Bad Ems hat ja auch nicht unbedingt so viel Freizeitwert. Kein Nightlife. Mach doch mal eine Lesung. Und und meine Lesung, also ich habe da jetzt schon, keine Ahnung, wie viel ich da gemacht habe, 10, 12, 15 Lesungen. Mhm. Wir haben jetzt gerade ein neues Format, der mir gut befreundete Frank Ackermann, Moderator und wirklich ein ganz, ganz liebenswerter Mensch, hat sich angeboten, die Moderation einer Talkshow zu machen. Jetzt machen wir mal drei Talks, so Literatur-Talks. Mhm. Ich habe ja den großen Ansatz immer, dass ich sage, Lesen allein ist schön, aber mit Musik besser. Und da ich nun auch irgendwann mal Musiker war und das auch immer mal wieder praktiziere mit Freunden, die noch international auf der Bühne stehen, da bin ich dann ab und an auch nochmal dabei, nehme ich meine Gitarre und bringe den Zuhörern bei den Lesungen auch mal das eine oder andere Musikprogramm. Und das kommt super gut an. Toll. Ja, glaube ich. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, mein musikalisches Talent hält sich in Grenzen. Ich habe zwar auch mal Gitarre gelernt, aber eigentlich nur in dem Alter, wo man gesagt hat, am Lagerfeuer kriegt man die Mädchen am leichtesten rum, wenn man Gitarre spielt. Ich sage jetzt nichts dazu, ob sich das bewährt hat. Das wird zu weit. Ich könnte dir das erzählen. Während du spielst, haben die anderen zugegriffen. Ja, aber das waren so Zeiten, wo man John Bass gesungen hat und okay, alles klar. Wir verlassen das Thema. Aber die Lesungen, die sind auch öffentlich zugänglich, nicht nur für die Insassen der Reha-Klinik. Und ich habe gelesen, am 12.11., am 3.12. und am 17.12. in der Vamed-Reha-Klinik in Bad Ems. Genau, direkt neben der Therme. Direkt neben der Therme. Ich glaube, das ist eine Empfehlung, die wir hier geben können. Leute, hört euch das an. Ich bin mir sicher, dass ihr es nicht bereuen werdet. Ja, danke. Ich würde ganz gerne einen Nachsatz noch bringen, der eigentlich ganz am Anfang hätte genannt werden müssen. Aufgrund der so mannigfach vorhandenen Stefan Rohrs in dieser Welt, habe ich mir einen Buchstaben dazwischen geklemmt. Den G. Ich habe den ganz bewusst unterschlagen, weil du schon gesagt hast, irgendwann, ich erkläre nicht, wofür das G steht. Nein, das G-Punkt. G-Punkt, ja. Stefan, G-Punkt. Ich hoffe jetzt nicht, dass du bei G-Punkt... Nein, ich schreibe keine Erotikum. Ja. Nein, insofern. Du wirst lachen, ich habe das versucht. Ich habe das mal versucht, weil mir jemand gesagt hat, wenn du Geld verdienen willst, dann schreib Porno. Ich konnte es nicht. Ich habe mir hinterher gesagt, schreib was, wovon du was verstehst, aber
Das hat keinen Sinn gehabt. Aber wir kommen wieder auf den Gipfel. Genau, verlassen wir dieses schlüpfrige Thema. Aber ja, ich würde mich auch nicht wohlfühlen bei dem Thema, davon abgesehen. Aber und ob das immer so viel Geld bringt, weiß ich auch nicht. Und Lesungen dann machen? Schwierig, auf jeden Fall. Also Stefan G. Ohr, das ist, da findet man mich dann im Internet auch oder mal belletristik.online. Ja, wunderschöne Seite, sehr informativ. Ja. Und da sind auch die Termine für alle Interessierten. Die Termine der Lesungen sind da auch dargestellt. Ich war ja ein großer Fan von John F. Kennedy, ja, und ich habe tatsächlich auch einen zweiten Vornamen, der mit F anfängt, für den man mich in der Schule sehr, sehr stark gemobbt hat auch. Aber irgendwann bin ich auf den Dreh gekommen, dass ich dann wieder F. Auras gemacht habe. Ja. Bei Kennedy war es ja Fitzgerald, was es bei mir war, sage ich nicht. Das nee, ist genau wie ich. Ein Geheimnis, es soll auch eins bleiben. Aber nee, es macht sich immer gut. Ich habe ihn jetzt wieder unterschlagen, den Buchstaben, aber ich habe auch nicht jetzt so einen gängigen Namen wie du. Also, gängig? Ja, weil du sagst, es gibt so viele Stefan Rohr. Ja, das ist unwahrscheinlich. Also wer das googelt, ganz fürchterlich. ich weiß gar nicht, ursprünglich hatte ich ja immer mal so den Verdacht gehabt, dass Rohr, das ist ja auch ein relativ harter Name, Rohr, nicht so oft verbreitet ist, aber der ist so wahnsinnig oft verbreitet und ja, dann musste ich mir was einfallen. Ja, ist aber doch eine gelungene, besser als ein Pseudonym. Ja, genau. Das auf jeden Fall. Ja. Eine allerletzte Frage, die will ich auf jeden Fall noch anbringen, weil es doch auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer gibt, die sich selbst für das Thema Schreiben, wir haben ja eben drüber gesprochen, interessieren. Was würdest du Menschen raten, die sich mit dem Gedanken tragen, ein Buch zu schreiben? Ja, vielleicht als allererstes, was wahrscheinlich ganz, ganz schwer ist, ist, sich selbst nicht so ernst zu nehmen. Ja, das, ich glaube, wer sich so wahnsinnig ernst nimmt und ein wahnsinniges Mitteilungsbedürfnis hat, was wir ja heute fast schon angezüchtet oder über viele Social-Media-Kanäle haben, ja, so diese Selbstdarstellung und alles, was ich tue, interessiert die Welt. Also man sollte da einen guten Schritt, vielleicht sogar zwei, erstmal zurücknehmen, sich selber betrachten und sich vor allen Dingen nicht so ernst nehmen. Und darüber hinaus kann ich nur sagen, naja, bitte, wir werden ja, Dieter und du und ich, wir werden hier nicht am Tisch verraten, wie man einen erfolgreichen Roman schreibt. Ja, oder das machen wir nicht. Wie wird man besser da? Ja, genau das. Ich weiß es, aber ich sag's nicht. Nee, also nein. Blöd. Nein, das sagen wir natürlich nicht. Verraten wir auch nur unter Drogen. Aber insofern ist diese Frage also von vornherein für unsere Zuhörer schon mal gestrichen. Aber ansonsten sage ich nur, schreiben. Mach's doch. Ja, mach doch. Tu's doch. Mach doch. Wenn du dich nicht aufhalten lassen kannst, dann tu's. Und Wunder geschehen ja immer wieder. Ja, 1 Euro für jeden, der mir nach einer Lesung gesagt hat, über mein Leben könnte man auch ein Buch schreiben. Genau. Würde ich mehr verdienen als mit den Büchern wahrscheinlich. Aber dann mach's doch. Ja. Mach's doch. Ja, kannst du das nicht für mich machen? Nee. Das ist dann die nächste Frage. Ja, ich habe auch leider Gottes immer mal wieder dann doch die eine oder andere ältere Person, die dann zu mir kommt und dann sagt, ja, ich habe da auch was ganz Interessantes, und dann kommt so ein Schwung von über wahrscheinlich Jahrzehnte gesammelte, getippte, Schreibmaschinen getippte Manuskriptseiten und dass man sich das doch mal anlesen sollte und das wäre doch der Hit an Buch. Mhm. Ja, das ist dann immer für mich so die Kunst, wie komme ich aus dem Ding jetzt raus? Man will den Leuten ja auch nicht wehtun, nee, um Gottes Willen, nein. Ja. Und die haben einen Anspruch und die haben auch das Recht zu sagen, das ist interessant, schauen Sie doch mal, aber es ist natürlich, es wird ein bisschen viel unter Umständen. Mhm. Ja. Ne, okay. Also, damit muss jetzt jeder leben können, dass er nicht den Geheimtipp für den Bestseller bekommen hat, aber wie du sagst, es geschehen ja immer noch Wunder. Ja, genau. Also, lasst euch überraschen, tut es einfach. Das ist immer die Herausforderung. Ja, Stefan, ich hätte mich noch
eine halbe Stunde, Stunde weiter unterhalten können. Das wäre überhaupt kein Problem, glaube ich. Wir wären vom Hundertsten ins Tausendste gekommen. Aber es war ein wahnsinnig interessantes Gespräch. Das auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank dafür. Sehr gerne. Und es hat mir unheimlich Spaß gemacht. Das ja, muss ich an der Stelle wirklich sagen. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ihr habt euch das eine oder andere an Anregungen, an Informationen rausziehen können. Wie gesagt, googelt einmal Stefan G. Rohr und dann werdet ihr auf seine Seite kommen und dann könnt ihr euch noch weiter über ihn informieren und ihr werdet es nicht bereuen. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank, dass du heute da warst. Sehr gerne. Und bleibt uns gewogen und dann hören wir uns in einem Monat mit Sicherheit wieder. Vielen, vielen Dank, bleibt gesund und tschüss. Tschüss.